Der Blick in die Gesichter der Spieler der Augsburger Panther und der Adler Mannheim zeigt, es geht um viel. Viertletztes Spiel für beide Mannschaften. Und das Team von Christoph Kreuzer, die Augsburger Panther, mit dem nächsten Endspiel um Platz 13. Und für Dallas Aikens und die Adler Mannheim, da geht es um Platz 6, um die direkte Viertelfinalqualifikation. Die Gäste aus Mannheim in Weiß, wir sind in der 5. Minute. Keller kann hier nicht klären. Und Mannheim setzt nach über David Wolf. Der findet Keaton Thompson und der mit dem 1:0. Erstes DL-Tor für den US-Amerikaner im dritten Spiel. Natürlich hier unglücklich von Keller, dass er die Scheibe nicht rausbringt. Und dann Wolf auf Thompson, Plachter vor Keller, springt dann noch rechtzeitig hoch. Augsburg mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 13 auf die Iserlohn Roosters. 5 Punkte Rückstand auf Frankfurt gegen beide Mannschaften. Hat man zuletzt verloren. Auch das waren schon Endspiele. Aber Augsburg mit der nächsten Möglichkeit heranzurücken und mit der dicken Chance Luca Tosto an die Latte. Christoph Kreuzer sah, dass der Einsatz stimmte bei seiner Mannschaft. Aber sie machte auch zu viele Fehler. Zweites Drittel. Gilmer mit dem Pass auf Leubel. Dann Schüle dazwischen, aber die Scheibe kommt wieder zu den Adlern. Kühnhakel auf Fischbuch, 2:0 für die Gäste. 10. Saisontor von Daniel Fischbuch. Augsburg in den Zweikämpfen nicht konsequent genug und dann vor dem Tor einfach zu offen. Zwar noch zwei Spieler im Slot, aber keiner dran an Fischbuch. Der hat da leichtes Spiel. Die Adler Mannheim konsequent in der Offensive, Mitte des zweiten Drittels, schön gespielt über Gawanke, der findet dann im Slot David Wolf und der mit dem 3:0. 29. Minute, die Augsburger Panther meistens einen Schritt zu spät. Gawanke auf Wolf, der von der blauen Linie in Richtung Slot fährt und Markus Keller überwindet. Powerplay in der Schlussphase des zweiten Drittels für die Augsburger Panther. Esposito, gutes Solo. Esposito mit dem Pass auf Andersen. Und zum ersten Mal gibt es was zu jubeln für die Fans der Augsburger Panther. Das Stadion war wieder ausverkauft und laut auch zu Beginn. Aber durch die drei Tore der Adler Mannheim war die Stimmung erstmal weg. Andersen brachte sie wieder rein. Aber bei den Augsburger Panthern einfach zu viele Breakdowns. Die letzte Minute des zweiten Drittels. Befreiung hinten raus von Gawanke. Keller wischt an der Scheibe vorbei. Und dann wird er allein gelassen gegen Hennikainen. Hennikainen zieht vors Tor und stellt den alten Abstand wieder her. 4:1 für die Adler. Das ist ein weiter Pass nach vorne. Keller trifft die Scheibe nicht. Bleibt dann hängen, kommt nicht hoch. Hilflos am Boden, aber auch zu wenig Unterstützung durch seine Vorderleute. Keiner greift Hennikainen an. Der macht das ganz, ganz cool. 4:1 für die Adler. Frust auch bei den Augsburger Panthern. Oblinger gegen Gilmore beim Fight. Ende des zweiten Drittels. Der Schlussabschnitt. Und die Augsburger Panther mit Esposito. Der macht ein gutes Spiel, hatte gute Offensivaktionen. Esposito mit dem Pass auf Rantakari. Nur noch 2:4. Das Ganze 13,5 Minuten vor dem Ende. Otto Rantakari, 6. Saisontor. Schnelle Drehung von Esposito. Und der genaue Pass auf den aufrückenden Verteidiger. Ein ständiges Auf und Ab, was die Emotionen betrifft. Augsburg wieder mit Hoffnung. Und Mannheim vorne wieder eiskalt. Ryan McGinnis auf Matthias Plachter. Powerplay gerade abgelaufen für die Adler. Aber trotzdem das Tor zum 5:2. 19. Saisontor schon für Matthias Plachter. Starke Vorarbeit von McGinnis. Aber 4 Rote, 4 Augsburger in der Nähe von Matthias Plachter. Aber das war das Problem. In der Nähe und eben nicht dran. Zu oft solche defensiven Lücken. Knapp 7 Minuten vor dem Ende. Noch einmal die Adler Mannheim mit Thaler Godet. Godet kann in den Slot ziehen. Godet, stark gemacht auf die Rückhand. Das 6:2, aber auch da der Slot nicht gut verteidigt von den Augsburger Panthern. Und vorher der Scheibenverlust in der neutralen Zone. Immer wieder die gleichen Fehler. Godet sagt Danke und erzielt das 6:2 für die Adler Mannheim. Die dürfen sich freuen. Auf der anderen Seite natürlich Ernüchterung. Und bei Simon Szczęsny Durchhalteparolen. Ja, die richtigen Worte in der aktuellen Situation zu finden, ist nicht leicht. Wir haben jetzt immer noch alles selbst in der Hand, aber
ja, die Köpfe hängen aktuell. Das müssen wir schauen, dass wir bis übermorgen abstellen und dann wieder von null starten und alles reinhängen. Top 6 ist auf jeden Fall unser Ziel. Aber wir haben jetzt noch harte Tage vor uns. Wir müssen gucken, dass wir uns das gut regenerieren und am Freitag wieder angreifen. Es sind alles Playoff-Spiele, die jetzt kommen. Ich denke, an dem heutigen Spiel anknüpfen und weiter hart arbeiten. Ja. Die Adler Mannheim, nach Punkten ziehen sie gleich mit den Schwenninger Wild Wings auf Platz 6. Und am Freitag gibt es das Duell mit Schwenningen. Auf der anderen Seite verliert Augsburg das nächste Endspiel um Platz 13. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.